So. So. Freut mich sehr, hier zu sehen. Willkommen zum Unterricht im zweiten Schuljahr. Schön, Sie alle wiederzusehen. Entschuldigung, Mimi, OT, Ja. kurze Frage, sorry Leute. Halten wir jetzt nicht bei Liam Unterricht oder habe ich das jetzt falsch auf dem Schirm? Nein. Das Okay. hast du falsch auf dem Schirm. Okay, gut. Er ist Geschichte für Zauberei. Ach, Oh. Geschichte. Ah, ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Kein Problem. Naja, willkommen zum Unterricht im zweiten Schuljahr. Schön, Sie alle hier wiederzusehen. Weiß jemand, welchen Zauberspruch Sie dieses Jahr bei mir erlernen? Hat sich jemand vielleicht im Vorfeld das Lehrbuch der Zaubersprüche Band 2 angeschaut? Miss Maus? Wissen Sie es vielleicht? Niemand? Ja, nun, schade. Dann können wir alle wieder nach Hause gehen und, nein. Ja, gut. Also, dieses Jahr erlernen wir den Zauberspruch Episki. Er ist ein im Alltag sehr praktischer Heilzauber. Kann mir jemand sagen, was dieser bewirkt? Miss Fahn? Aua, Entschuldigung. Episki lässt Knochen binnen von Sekunden wieder heilen, also Knochenbrüche zum Beispiel nach dem Quidditch. Knochen beispielsweise, aber auch andere Verletzungen. Schwellungen, Platzwunden, Blutergüsse. Notieren Sie sich das. Oh, Thema ganz kurz. Können wir das vielleicht so machen, wenn wir uns melden, dass wir unseren Zauberstab halten, weil durch den Rumspacken vom Server hier stehen ständig welche und man denkt, ah, die wollen was sagen. Ja gut, Das Zauberstab vielleicht hatte ich einfacher. eigentlich auch eingeführt in meinem Unterricht, aber mit Aufstehen war ich jetzt auch zufrieden. Aber ja, Zauberstab ist auf jeden Fall schön. Ja, na gut. Also, der Episki ist ein sehr praktischer Heilzauber, den man öfter mal im Alltag anwenden kann. Also, wie Miss Fahn schon richtig sagt, beispielsweise, wenn man Verletzungen beim Quidditch davon trägt. Wenn man, weiß ich nicht, im Unterricht einschläft und mit dem Tisch auf die, mit dem Kopf auf die Tischplatte knallt und dann sich eine Platzwunde zuzieht oder wenn man Blutergüsse und Schwellungen hat, dann hilft auf jeden Fall Episki sehr wirkungsvoll. Er ist auch nicht so schwer anzuwenden. Gibt es Fragen? Keine? Oder Miss Firenze? Ich hatte irgendwo gelesen, dass Episki nur für kleinere Knochenbrüche ist. Finger, Zehen, Nase, so Sachen, also nichts Größeres. Je nachdem, wie gut der Zauber erlernt wurde, könnten Sie aber auch Glück haben, dass auch einige größere Knochenbrüche damit geheilt werden können. Also Sie brauchen sich auf jeden Fall nicht der Illusion hingeben, dass sie damit einen Halswirbel oder ähnliches wieder richten könnten. Und also, dass wenn man sich die Wirbelsäule bricht oder ja, wenn man einen offenen Bruch hat, das geht auch nicht. Also wenn der Knochen hervorsteht, richtig aus der Haut heraus, da reicht so Episki auf jeden Fall nicht mehr. Aber so für kleinere bis mäßige Brüche kann man, je nachdem, wie gut man tatsächlich darin ist, ihn einsetzen. Aber für den Anfang sind natürlich Nasen und Zehen das, was sie anstreben sollten. Die Praxis wird dann das Ganze vielleicht noch etwas ausbessern, ja, eines Tages. Da wir uns aber hier im Unterricht nicht einfach
den Zeh anhauen, bis er gebrochen ist, um daran zu üben, gebe ich ihnen tatsächlich diesen Zauber als Hausaufgabe auf. Ja, Miss Firenzia? Wenn man jetzt den Finger verloren hat und man hat den Finger vielleicht irgendwie wieder bekommen oder kommt da ran, kann man den irgendwie wieder dran machen damit? Oh, das ist tatsächlich in Ihrem Fall ein interessanter Gedanke. Sie könnten es auf jeden Fall versuchen. Waren Sie denn noch nicht damit im St. Mungo? Oder bei Madame Pomfrey? Naja, ich habe bei meiner Mutter halt gelernt, wie man eine Wunde mit Hitze verschließt und ich habe nur ein bisschen geblutet und habe das im Krankenflügel gucken lassen. Aber ich habe meinen Finger ja nicht mehr. Ich müsste gucken, ob ich da noch rankomme irgendwie. Ah, okay. Ja, ich dachte, Sie hätten den vielleicht mitgenommen. Nee, der wurde einbehalten. Oh. Dann ist es vielleicht... Eben. Darf ich etwas fragen? Ich gerade sagen. Ja? Aber Professor Kettermaul, wenn eine offene Fraktur durch Episki nicht geheilt werden kann, wie soll denn eine Amputationsverletzung dadurch geheilt werden? Sie haben natürlich völlig recht. Ich bin völlig aber in der warum, Spur heute. Warum warst du noch nicht im Krankenhaus? Das blutet ja nicht mehr. Was wollen die da noch machen? Finger ab ist Finger ab. Ja, aber wenn sich das infiziert... Ach, das sieht jetzt eigentlich gut aus. Das ist jetzt nicht geschwollen, es ist nicht heiß, es eitert auch nicht. Na, wenn du das sagst, Fritte, ich weiß ja nicht. Ja, mehr wollte ich gar nicht. Dankeschön, Frau Professor. Ja, aber danke für den Einwand. Da liegen Sie natürlich vollkommen richtig. Also, da ist wieder mein Experimentiersinn etwas durchgekommen, dass ich gehofft hatte, der Finger wäre noch dabei. Und man könnte ja mal versuchen, wie mächtig man ist, indem man den wieder eventuell richten kann. Aber Sie haben ja völlig recht. Das liegt natürlich außerhalb der Möglichkeiten. Ich kann natürlich, wenn euch das so wichtig ist, noch mal im St. Mungus vorbei. Ich muss da sowieso später hin, dann schreibe ich. Na, besser nicht. Also genau, wenn dann unter Begleitung, okay, aber bitte auf gar keinen Fall alleine. Die Ausgangssperre dient zu ihrem Schutz. Ich hoffe, jeder hält sich daran. Das ist sehr, sehr wichtig, dass sie kein Risiko eingehen. Ja gut, Sie waren bei den Hausaufgaben verteilen, was wir machen sollen. Richtig, genau, da war ich. Und zwar, da ist Quidditch, da können wir üben. Entschuldigung. Gute Und Idee. Zwar, würde ich gerne mit allen zusammen im Chor versuchen, dass sie dreimal laut hintereinander Episki rufen. Ich mache es ihnen vor, sie machen es nach, dann können sie das alle gleichzeitig üben. Ja. Und dann hoffe ich, dass sie wir haben eine Woche Zeit, wenn ihnen irgendwas zustoßen sollte, wie beispielsweise nachher beim Quidditch-Spiel oder dass sie in die Trickstufe geraten und sich dabei vielleicht eine kleine Schwellung zuziehen oder ähnliches. Es gibt ja verschiedene Bereiche, auf worauf der Zauber wirkt. Und wir wissen ja alle, wie schusselig sie manchmal sind, dass sie sich da vielleicht auch ein wenig überschätzen. Und dann können sie auf jeden Fall etwas üben. Also haltet euch an mich, ich fall gerne über Stühle. Wer der Ansicht nach ist, er kann diesen Zauber, dann darf er gerne zu mir kommen und das vorführen. Solange du nicht noch einen Daumen verlierst, Ferencia, ist ja alles gut. Ich muss ja immer in Hufflepuff bleiben, dafür brauche ich meine Daumen. Ich war auch froh, dass es nachher dann doch nur der Mittelfinger war, den sie mir abgeschnitten haben. Oh, gerade den Finger, den man ja zeigen kann. Ja, wahrscheinlich deswegen. Eigentlich. Sonst noch Fragen? Wann geht's los? Jetzt gleich. So. Also ich sag einmal auf drei und dann sage ich den Spruch dreimal und danach sage ich nochmal auf drei und dann wiederholen Sie das Ganze bitte. Also,
Auf drei. Eins, zwei, drei. Episki, Episki, Episki. Und nun Sie auf drei. Eins, zwei, drei. Episki, 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 Episki. Mr. Monix, ich glaube, Sie müssten noch mal ein bisschen an der Aussprache üben. Episki? Wollen Sie noch mal? Episki, Episki. Okay, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Ja gut, etwas kurz und knackig der Unterricht, aber ich denke, Episki ist jetzt auch keine sehr große Herausforderung. Von daher wünsche ich Ihnen allen einen schönen Abend, ein schönes Quidditch-Match und für die ein oder anderen von Ihnen, die eventuell Verteidigung gegen die dunklen Künste nachzuholen haben aus dem ersten Jahr, die dürfen sich dann auch gerne bei Professor Bones im Unterricht sehen lassen. Ich habe da noch eine Frage. Ja? Wann jetzt die Hausaufgabe? Das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden. Die Hausaufgabe ist, dass wenn Sie sich in der nächsten Woche eine Verletzung zuziehen in Hogwarts, dass Sie ein bisschen mit Episki dann daran üben oder bei jemand anderes den Zauber üben. Also wichtig ist, wenn Sie sich selbst Verletzungen heilen wollen, dass Sie dabei nach unten schauen. Das ist sehr wichtig. Vielen Dank. Ansonsten richten Sie natürlich den Zauberstab auf das Körperteil, welches verletzt ist. Aber das, denke ich, erklärt sich ja schon von selbst. Brauchen wir dafür Kenntnis in Anatomie, dass wir wissen, wie die Knochen aufgebaut sind und aussehen? Tatsächlich nicht, nein. Also der Zauber weiß, was er zu tun hat, wenn er findet sozusagen das, was beschädigt ist. Okay, also kann man da auch nicht Gefahr laufen, dass Elle und Speiche zum Beispiel dann zusammengematscht werden? Oh, das wäre fatal, aber nein, das passiert Gott sei Dank nicht. Ferenzia, ein kaputter Arm reicht ja wohl, ne? Ist nur ein Finger. Ja, trotzdem. Ja, dann wünsche ich Ihnen weiterhin gute Mobilität und einen wunderschönen Abend noch. Dankeschön. 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 Kriegen wir noch den Diamanten? Ach, natürlich. Ich sag ja, heute. Obala. Und hast du die Anwesenheitsliste auch geschrieben? Ja, habe ich, das habe ich. Okay. So. Normalerweise rufst du uns immer alle auf und wir müssen hier sagen, aber irgendwie. Ob der Zauber auch. Es ist ja überschaulich. Also, ach ja, so wie es aktuell läuft, dass der Schüler verschwunden ist, der Liam, das schön. Belastet mich, glaube ich, sehr. Ja, das merkt man. Ich hoffe, Ihnen geht's bald besser. Komm, lass meine Nase brechen, Nati! Was? Stell dich einfach hinter die Tür und warte, bis einer rauskommt. Huch! Nee, lass mal, ich habe genug Stress. Das tue ich mir jetzt nicht noch zusätzlich an. Aber vielleicht könnten wir damit meine kaputte Rippe wieder heile machen. Schönen Abend noch. Schönen Abend noch. Ach, Professor Cuttermole? Ja, bitte. Hätten Sie vielleicht kurz einen Moment für mich? Weil ich habe meine Tante jetzt nicht erreicht und wäre vielleicht nicht schlecht, wenn man doch mal ins St. Mungos danach gucken. Ja, natürlich, würde. Klar. OT, Mimi, kann ich ganz, ganz kurz mit dir sprechen? Ja. Geht um Unterricht gleich. Wollen wir eben kurz den Channel wechseln? Ja. Ich warte dann unten am Bootshaus auf Sie. Nati, habt ihr gleich schon Vorbereitung oder magst du kurz mitkommen? Ich kann ruhig mitkommen, wenn du möchtest. Jo, lass mal eine Runde ins St. Mungos gehen. Ich habe da ja sowieso noch was zu erledigen. Warte eben. Hier heute mal schnell der Unterricht.
Schade eigentlich, aber naja. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder mit dabei. Und wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.